Hallo YouTube und willkommen zu unserem Duell mit dem Frank. Hallo YouTube. So, ich hatte ja schon reingeschrieben, dass wir, ja, wir hatten schon zwei Folgen aufgenommen, die aber leider für die Katz waren, weil aus irgendeinem Grund ich da ein Echo in der Aufnahme hatte. Also wundert euch nicht, eben zur Erklärung, ich hatte Auftrag gemacht, Geld verdient. Dieses Geld habe ich zum Teil umgesetzt in ein Gehwerk, ein Schwader und einen Wender und einen Ladewagen. Weil wir ja hier eine kleine Wiese haben. Und die wollte ich jetzt, ja, wenn einmal gemäht haben, dass wir da auch noch ein bisschen Geld rausziehen können. Oder schon mal zumindest was für die Kühe haben, die wir vielleicht irgendwann mal besitzen werden. Die Betonung liegt bei Dirk auf irgendwann. Genau. Also das ist eine ganz große Betonung. So, jetzt habe ich beschlossen, ich werde jetzt hier die Wiese erst, habe ich jetzt einmal gemäht und werde die jetzt schwaden und werde sie danach ins Silo fahren. Und wenn das die Lage ist, werden wir die verkaufen fahren. So mein Plan. Ah ja, und den Ja. Schwader musste ich dann leider auch nochmal tauschen, weil der, den ich hatte, nicht funktioniert hat. Der wollte nicht so, wie ich das wollte. Ja gut, Dirk, das war ja bei deinem Holz auch so. Ja, das Holz hat ja mehr gemacht, was es wollte. Also, das hat ja Ja, das gar nicht gemacht, was ich wollte. liegt ja nicht unbedingt immer an den Maschinen, ne? Nein, ich weiß. Also, das liegt, der Fehler liegt meistens am Bediener und so. Ja, an dem, der vor dem PC sitzt. Da bin ich auch ganz ehrlich, das bin definitiv ich bei Holz. Wir wollen ja nicht lästern, ne? Nein. Und hetzen wollen wir ja auch nicht, ne? Nein. So ein bisschen Öl in die Wunde, ne? Ja. Aber das kennt Dirk ja schon von mir. Ja, ist nichts Neues. Dafür spielen wir ja auch schon sehr lange zusammen. Sehr lange. Ich glaube seit 2019 irgendwann, ne? Ja, aber Anfang, gleich Anfang 19. Ja, Also das gerade noch rausgekommen. Ende 17er, Anfang 19er. Ja. 19er ist gerade rausgekommen und da haben wir auf der Marsch ange. Ne, wir haben erst haben wir die Originalkarte gespielt und dann sind wir auf dem Erst die Marsch. Original, dann sind wir auf die Marsch. Ja, es waren schon zwischenzeitlich ein paar Oh Karten. ja. Das waren schon ein paar, das stimmt. Ja gut, dann war ich ja zwischenzeitlich mal woanders der gelandet. Ja, stimmt. Das stimmt. Aber man muss alles mal ausprobieren. Richtig. Das stimmt. So, ich hatte auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ich hatte auf jeden Fall noch Heu überbehalten von meinem Auftrag. Das habe ich auf den Hof geschmissen. Das werde ich definitiv noch behalten. Das wird ja nicht schlecht. Das benutze ich dann auch, wenn wir dann Tiere haben. Dann kommt das für die Tiere mit.
Und den Rest, den verraten wir jetzt nicht, sonst weiß Frank ja schon, was ich hier vorhabe und so. Ist ja doof. Ja. Das werde ich ja irgendwann sehen. Ja. Frank hat ja immer noch den Vorteil, er kann die Folgen sich ja noch angucken. Das ist natürlich... Ja, genau. Ich kann halt leider nicht gucken, was Frank so macht. Tja. Dirk. Ja. Vorne links im Traktor fahren. Aber ich glaube, wir sind ganz gut davor. Ja. Also ich weiß schon. Also Frank hat jetzt, glaube ich, bei seinem Kontostand schon einen leichten Vorsprung. Aber das heißt ja noch nichts. Nö, nö. Aber dafür habe ich ja schon, aber Frank hat bis jetzt noch keine eigenen Maschinen, ich habe zumindest schon mal ein paar Maschinen. Auch wenn es nicht die teuersten sind, aber ich habe schon welche. Da zählt ja nachher alles damit rein. Ja. Die Abrechnung kommt zum Schluss, ne Frank? Genau. Das war schon immer so. Und diese scheiß Bäume, ne? Ja, das hatte ich ja gestern auch. Also ich hatte gestern nochmal zur Erklärung einen Auftrag erwischt mit einer Wiese, die komplett voller Bäume stand. Ja. Und heute habe ich die Karte gezogen. Aber es geht noch. Es geht noch. Ich komme noch rechts und links mit dem Schmader durch. Ja, das... Und ich bin ja stellenweise nicht mal mit dem Mähwerk da durchgekommen. Nee, das... Ich musste da so eine extra Strategie entwickeln. Auch jetzt beim Schwaden, weil der doch ziemlich groß ist, muss ich nachher mal zwischen den Bäumen so mit der Presse durchheizen. Ja, das muss ich bei einigen Stellen auch. Um die Reste dann da noch so einzusammeln. Das musste ich doch tatsächlich auch. So, auf jeden Fall habe ich das jetzt hier gleich zusammengekratzt. Dann kann ich mir den Ladewagen schnappen. Ja. Ich weiß noch nicht, wie oft ich mit meinem kleinen leichten Trecker über den Silohaufen heizen muss, bis ich den verdichtet habe, aber... habe ich mir ja selber so ausgesucht. Man kann ja nicht alles haben, ne? Ja? Nö. Wie schon gesagt, mit dem Sprichwort, ne? Schuster und so und Leisten. Mhm. Deswegen habe ich den Wald ja schon weggelassen. Ja, ja. Deswegen habe ich den Wald ja schon weggelassen.
sonst wäre ich, glaube ich, noch lange nicht so weit. Ich glaube, ich wäre schon verzweifelt. Definitiv verzweifelt. Aber man soll ja niemals nie sagen, dass das dass der letzte Versuch war. Man weiß es ja nicht. Vielleicht überkommt mich ja irgendwann nochmal der Ehrgeiz und ich sag, so jetzt. Brauchst gar nicht so dich zu räuspern. Nee, ich hab nur so ein. Ja, so ja, hast ein Kratzen im Hals, ne? So ein Kratzen im Hals, ja. Ja, ja. Ich glaub auch. Ich glaub auch. Bevor ich das einsammle, will ich gleich nochmal was nachgucken. So, jetzt haben wir das zumindest schon mal fertig geschradet. Zwar nicht schön, aber es ist geschradet. Mach mal den Klapper. Ja. Achso. Die Schwart. Die Schwab muss ja nicht schön sein. Nö, hat keiner gesagt, ne? Ja, zweckmäßig. Also den Zweck wird sie definitiv erfüllen. Schwader wegstellen. Au, au. Schon den Träger kaputt gefahren. So, jetzt will ich mal eben schnell. Gut, da bin ich falsch, da wollte ich hin. So, was haben wir denn hier? Wo wäre das? 58? 52? 51? Was ist denn die 56? 46? 56 wäre da. Und ich muss da hinten hin. Das wäre okay. Wäre auf jeden Fall. Ja, ich guck mal. Aber erstmal wollte ich jetzt nach was anderem gucken. Ich wollte da hin. Beides. Okay. Ja, okay.
So. Jetzt muss ich mal eben. Wo habe ich denn die Ladewagen gestern hingestellt? Da. Ja, hier mein Hightech-Ladewagen. Also. Aber er wird seinen Zweck erfüllen. So, einmal anwerfen. Aber ich glaube, ich muss gleich mal gucken, ich glaube, ich habe noch sogar so ein Fermenter-Silo, glaube ich, auf dem Hof. Kann ich das ja lieber da reinkippen? Als ein Silo. Oder was sagt unser Silage-Profi? Tja. Das ist auch nicht so genau, ne? Dauert zu lange. Das Silo. Oder das Fahrsilo. Nee, das Fermenter-Silo. Aber das nimmt sich unterm Strich nix. Aber das Fermenter. Weil das Fermenter-Silo ist so gering eingestellt, dass du nachher zu lange brauchst. Na gut, aber dann da habe ich. Mit deinem Traktor, ne, verdichten. Ja. Ja, deswegen sag ich ja, dann kann ich ja lieber das. Doch, oder ist das eine Trocknung? Was ist denn das hier? Da. Steht doch dran. Fermenter-Silo. Dann muss ich den hier auch anschmeißen. Gassilage. Und diesmal muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich nicht so viel Silage gemacht wie sonst. Okay. Sonst warst du ja immer der Silage-King. Ja, ja, ich habe auch diesmal wieder ein bisschen gemacht, aber nicht die Masse, die ich sonst immer so fabriziert habe. Ach, Gott sei Dank, ich kann mich da noch an BGA-Zeiten erinnern. Ja, gut. Ach, da passt zwar nicht viel rein in euren kleinen Ladewagen hier, aber der ist recht flott mit unterwegs. Das finde ich ganz gut.
muss sagen, von der Masse her kommt hier auch gut was zusammen. Ja, ist gar nicht so schlecht. Also ich habe jetzt gleich den zweiten Ladewagen voll. Und da sind 13.000 Liter drin. Und ich habe hier bestimmt noch zwei. Oh, zwei bis drei sind liegen hier noch. Also da kommt schon mal ein bisschen Material zusammen. Das ist schon mal richtig gut. Ja, ich kann mich auch nicht beschweren. Da werde ich jetzt gleich mal mit anfangen, sonst steht der Shop nämlich jetzt die ganze Zeit voll. Und Rest Gras kann ich dann auch immer noch einsammeln. Aber dann kann ich wenigstens schon mal. Da fehlt schon wieder die Hälfte, das ist doch zum Kotzen. Das scheint so eine neue Marotte zu sein bei Giants. Jetzt habe ich so wie du keine Presse dabei und keinen Beinwagen. Ja. Mit dem Big M hat mir besser gefallen als mit dem. Jetzt habe ich das genauso wie du mit dem Xerion. Ja? Das ist nicht unbedingt die beste Lösung. So, jetzt muss ich gerade mal auf die Karte gucken, wo ich hin muss. So, 56 ist da, also da runter, da lang. Und dann da durch den Wald. Okay. Ja, wo hänge ich denn jetzt fest? An der Mauer hinten. Warte, warte, warte. Das Mähwerk habe ich ja jetzt schon ein paar Mal benutzt, aber es zählt nicht zu meinen Lieblingsmähwerken. Nee. Dieses rote, was du auch. Ja. War das der Weg? Ja, da muss ich rein. Vor allem mit dem Xerion, ne? Hätte man auch irgendwie noch einen etwas kleineren Trecker nehmen können, würde ich sagen. Könnte man ja. So. Jetzt muss ich da um die Ecke.
Warte mal, jetzt bin ich doch falsch gefahren, oder? Ah, scheiße. Dirk. Ja, ich bin falsch gefahren. Das sagt man nicht. Entschuldigung, YouTube. Und falls Kinder anwesend sind, ihr habt das nicht gehört. Der Onkel hat nicht scheiße gesagt. Okay. Hundelenkung und das Mähwerk lenkt auch noch mit. Das ist so richtig mein Humor. Ja. Meine auch. Hier wieder zurück. Oder? Ja, jetzt immer geradeaus und dann komme ich irgendwann dahin. Naja. Die Betonung liegt auf irgendwann. Ja, ich muss hier jetzt fahren, jetzt erstmal durch den Wald. Das sieht aus wie ein Trampelpfad mehr. Gut, mit Trampelfahrten kennst du dich hier aus, ne? Da vorne ist die Wiese. Echt jetzt? Alter, echt jetzt? Wie soll ich das denn? Ich würde ja sagen, ich schicke dir ein Bild, aber... Das geht schlecht. Hast du Rechte bei mir? Nee, ne? Du kannst nicht in den Trecker springen, oder? Doch. Dann spring da mal rein. Und guck dir mal die Einfahrt an. Tja, Dirk, würde ich sagen... Musste mal vielleicht woanders denn noch eine Einfahrt suchen. Ich fahr noch mal ein Stück weiter und guck da noch mal. Ist das ein Auftrag? Ja. Aha. Vor allem, ich habe auch noch den großen Schwader, den du auch hattest. Ja. Der muss da ja auch noch irgendwie rein. Kannst du ja mit deinem kleinen Traktor dann mal versuchen. Ist da vielleicht auch noch eine Einfahrt? Ich glaube nicht. Oh. Ach ja. Ich muss wirklich da rein, Alter. Es ist nicht anders. Oh Mann. So, YouTube, jetzt gibt es noch ein bisschen mehr zu lachen. Das ist denn jetzt, wie der Onkel nicht in dieses Loch da reinkommt. Oh, warte, ich glaube ich. Nee, warte, ich habe glaube ich noch eine Pforte gefunden. Warte. Oder ist das nur so eine? Nee, das ist keine. Doch, da ist eine Pforte. Diese war auch nicht größer, oder? Doch. Doch? Doch. Die ist zwar größer, aber ich fahre jetzt einfach hier durch Sonnenblumenfeld. Nee, das geht nicht. Da kenne ich doch nichts. Ey. Beim anderen Bauern einfach übers Feld fahren. Ja. Dann soll er Dirk, mir irgendwann soll er mir eine Rechnung schicken? Das geht ja gar nicht. Alter Schwede. Dirk, der sonst immer so akkurat ist, fährt jetzt einfach über fremde Felder. Mhm. Ja.
weiß, der traut sich was. Ja. Schon Schweißausbrüche, dass ich wirklich da hinten rein muss. Ich hätte leicht geschmunzelt. Du hast innerlich nicht nur geschmunzelt, du hast gelacht. Gelacht? Ich hatte schon einen Krampf. Mhm. Glaube ich nämlich auch. Nein, da habe ich ja auch kein Problem damit. Dings reinzukommen. Schwader. Denk dran, der Schwader ist nochmal ein Stückchen breiter. Boah, das ist mir egal. Deswegen gibt es da bestimmt so viel Geld für, weil man das so eine scheiß Einfahrt ist hier. Deswegen sollte man ja vorher mal gucken, was man so für Aufträge macht. Als wenn du jedes Mal dir erstmal die Wiese anguckst, bevor du dann den Auftrag machst. Weil dann hättest du den mit den ganzen Bäumen auch nicht gemacht. Nee, da hatte ich ausnahmsweise mal nicht geguckt. Aber bei dem gestrigen, hatte ich das tatsächlich die Wiese vorher mal in Augenschein genommen. Okay. Nee, das hab ich nicht. Also kann ich mir auch nicht beschweren. Nö, nö, nö. Aber die Einfahrt hätten sie trotzdem ein bisschen schöner machen. Also die Einfahrt ist ja toll, aber. Ja, toll schmal. Ja, auf jeden Fall nicht für den Apparat hier. Nein, nein. Aber du könntest ja auch mit deinem kleinen Traktor. Ja, ich hätte auch einen kleinen nehmen können, ja. Ja. Aber dann hätte ich hier bestimmt 3 Folgen lang gemäht. Ja, ja. Und in der Zeit hättest du dann schön da dein Geld geschäffelt. Ja. Mhm. Genau so. Mhm. So. Und während ich jetzt hier die letzten Bahnen ziehe, verabschieden wir uns schon mal und sagen vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Ja. Dann lasst uns gerne ein Däumchen da. Auch gerne einen Kommentar, wir freuen uns immer drüber. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, drückt noch auf den Abo-Button, Glocke nicht vergessen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns zur nächsten Folge und diesmal auch mit dem richtigen Ton. Ich hoffe, dass das alles jetzt diesmal passt. Und bis dahin sagen wir jetzt Tschüss. Bis denn.